Also, finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit einem EMF-Reader? Hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix? Oh, Putzi! Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken? Und der Geist, der reagiert sowohl auf Suppen, auf Gruppen, als auch auf jemanden, der allein ist. Und heißt Susan Thompson. Susan Thompson. Ah, okay. Wir haben... ich glaube, wir haben... man muss das kurz... Was? Kruzifix. Haben wir nicht? Kruzifix, ja, aber wir haben sie noch... Wir haben es doch nicht aus dem Inventar gegeben. Ja, ich dachte, du hast es. Ich habe einfach alles, was ich habe, immer hinzugefügt. Alles. Vielleicht, weil du vorhin gestorben bist? Nee, ich bin nicht gestorben. Ich nee, vorhin, meine ich. Eine Runde davor noch. Aber ich hatte es doch letzte Runde mit, oder? Was ist mit dem Wasser immer? Ich weiß es nicht. Das mit dem schmutzigen Wasser, ich habe keine Ahnung. Ist ekelhaft einfach. Egal. Ekelhafte Geister mit ihrer Schmutz. Scheiße da immer. Ich habe die Videokamera hier, ne? Ja. Ah, naja. Genau, warte, wie heißt der? Susan Thompson. Susan Thompson. Okay. Putzi, wie heißt der nochmal? Susan Thompson! So, das Haus kennen wir ja schon. Der Putzi redet gerade draußen. Ja. Ich mach erstmal ein bisschen Licht an hier, dass wir was sehen, ne? Mhm. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Okay. Hallo Susanne. Ich schau mal, wo es kalt ist. Sprich mit uns. Setz hier unten. Ja. Ich mache nur schon mal Festbeleuchtung. Ich gehe hoch. Ich bin schon oben. Ja. Erik, kannst du mal in den, also ne, alleine, also weg von uns in der Dunkelheit fragen, wo bist mach du? Mach ich noch die ganze Zeit. Achso, ne, da wurde nur gerade gefragt, ob du die Frage, wo bist du, nochmal fragen kannst. Also stellen kannst. Kalt ist es hier aber nicht. Wo bist du? Funktioniert nur mit dem Reader. Okay. Oder? Ne, das müsste auch mit dem Ding. Ich probiere das mal gucken. Ja, ich probiere das auch mal mit dem Ding. Ich glaube, manchmal okay, sagt oh er, Gott. Hier. Oben ist das Licht gerade ausgegangen. Ja. Oh, überall wahrscheinlich, oder? Oh, da kommt jemand. Nee, überall sind die Lichter, glaube ich. Ich hatte Piepen, hier bei mir und hier ist ein Knochen und oh mein Gott, Hilfe. Wo bist du oben? Wir sind oben, hier ist ein Knochen und ich hatte ein Piepen hier. Nee, wir sind unten. Und leichte Schritte. Putzi? Ja, oben oder unten? Wo denn? Wir sind unten. Also Erdgeschoss. Putzi. Ah ja, Erdgeschoss ist ja oben, klar, das kenne ich auch. Mann, ich bin nervös. Es tut mir leid, hier ist ein Knochen. Hier. Da. Ob das Foto was bringt vom Knochen, weiß ich nicht. Wo ist die scheiß Garage nochmal? Ich muss in die Garage suchen. So. Dankeschön. Ich bin in der Garage, aber ich doch, der Knochen. Ah, okay. Du wirst ihn finden, Putzi. Ich glaube. Du wirst sprich ihn finden, mit Putzi. Uns. Ich glaube an dich. Oh, warte mal. Ich finde ihn nicht. Sprich mit uns. Wo bist du? Was hat er gesagt? Ich glaube three oder so, oder warte. Hier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Frag ihn nochmal, warte, ich geh nochmal weg, frag ihn nochmal. Ja. Sprich mit uns. Jetzt kommt Putzi nach euch gewurfelt. Putzi, hau ab. Wo bist du? Ich mach mal im Licht an. Nee, also hier nicht. Warte mal, ich geh nochmal hier rüber. Er ist auf jeden Fall weg. Was hat er gesagt? Im Wohnzimmer. Okay. Im Wohnzimmer meldet er sich immer. Okay. Was sagt er? Bist du da? Ja, was hat er gesagt? Ich verstehe den nicht. Hat er die gesagt? Oh, ich hab nicht so gut. Keine Ahnung. Vielleicht hat er Juchai gesagt. Oh, Juchai. Der redet die ganze Zeit mit Erik. Oder vielleicht sagt er Juchai und kommt aus Bayern. Man weiß es nicht. Warum spielt Phasmophobia, hä? Er sagte go away. Im Chat steht, er sagte go away. Sag mal nur. Nee, so unnötig. Warum sollten wir weggehen? Wir sind ja gerade erst kommen. Hier vorne sind doofe Geräusche. Die ganze Zeit schon. Ne, dann gehen wir mal hin, oder? Pandoria. Sie gehen mal vor, da. Die Geisterbox habe ich eingeloggt.
Da gehe ich jetzt rein. Ah, super, das mache ich auch im. Warte, Geisterbox, mache ich auch kurz. Nix, alles easy. Nein, Putzi, geh mal richtig durch. Hier. Da draußen, guck mal. Achso, da bist du. Hier ist niemand mehr, da spiegelt sich jemand. Hä? Was? Was? Wieder was du? Was ist das? Beim Erik spiegelt sich irgendjemand, obwohl da gar keiner ist. Hier. Er hat recht, ich sehe das auch. Schwere Schritte gerade gesehen. Ja, da hinten. Hä, ich sehe gar keinen. Was ist das Merkwürdiges? Doch, da hinten, links. Da in der Tür. Links, auf der linken in Seite. In der Spiegelung der Tür spiegelt sich jemand. Auf der Wand. Bei mir nicht, ich weiß nicht, was ihr seht. Oh Gott, ihr seid da richtig. Da beginnt nicht, ich sehe keinen. Ja, Achtung. Also ich sehe auch, das ist halt ein Park oder sowas. Nein, bei mir weißt du, was ist Erik? Das ist einfach ein Cube, der draußen ist und der soll die Reflexion imitieren. Wahrscheinlich. Ich glaube ja. Hat jemand das Autogrammbuch dabei? Dabei schaut wieder Licht aus. Frau Tattenberger, hast du das Autogrammbuch dabei? Nee. Oh Gott, wer war das? Ich hol mal kurz das Autogrammbuch. Ja, ich. Geh mal kurz im Van und wechsel mal von Talkbox aufs Autogramm. Okay. Das ist eine gute Idee. Wie heißt der Dude nochmal? Wie heißt der? Der Erik willst du sofort sagen. Erik, wie heißt der? Susan Thompson heißt der Dude. Entschuldigung. Du Sexistenschwein. Ja! Bin du verrückt! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Was war das? Hase! Ja, habt ihr das gehört? Das Klopfen, was war das Klopfen? Ich hab kein Klopfen gehört. Susan Thompson. Warte mal, das war ja im Wohnzimmer. Ich glaube, ich lege mal das Autogrammbuch ins Wohnzimmer und guck mal. Jetzt, warte, bevor du das machst. Moment, bevor du das machst, Hase. Toll, dass das falsch umhinlegt. Das ist schon gut. So. Oder ist das richtig? So, Kamera. Ich glaube, es ist einfach immer dunkel, ne? Ja, das ist der legt das aber falsch rum hin. Warum? Oder ist bei mir rum ist und aus? Richtig rum. Okay, gut. Ist wahrscheinlich Beleuchtung oder sowas. So. Was war das? War das hier? Es hat geklopft, ja. Ja. Aber wo war das? Ja, irgendwo hier, oder? Ich glaube, hier in der Küche. Komm, leg das Buch dahin. Schreibe etwas ins Buch. Nee. Warte, lass hier. Ich glaube, es ist hier. Aha. Schreibe ins Buch. Sag vielleicht den Namen und das schreiben soll. Das ist eine gute Idee. Nein, bitte nicht. Gerade nicht. Thompson, schreibe ins Buch. Hier, im Wohnzimmer, oder? Echt? Ich meine, wir können jetzt probieren. Ich hätte echt gedacht, dass sie, weil hier das war Erik. Ach, das ist so eine Drecksau, ne? So eine Drecksau. Was? Bitte was? Nichts! Ich hätte. Na gut, hast du gerade Drecksau über mich gesagt, warum? Ja, weil du geklopft hast! Ich glaube nicht, dass mir sagt er sowas, hä? Was du? Das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Was? Ach, das bist du. Warum bist du immer zum Opernsänger? Halt mir die Schnauze auf! Das war nicht dich, Erik. Gib uns ein Zeichen! Erik, das war nicht dich jetzt gerade. Ich kann meine Taschenlampe. Achso, gib uns ein Zeichen! Schreib ins Buch! Nicht wundern, ich gehe in den Van und gucke jetzt, ob ein Geisterorb da ist, weil ich habe die Kamera aufgestellt. Geh in den Van! Alter! Und du hörst auf zu lachen, du frecher Typ, ey! Du findest dich so ein Frechen manchmal, ey! Aha. Das ist ja sehr recht. Wir geben uns aber Befehl, wir sagen nie bitte. Klar mit der Geistersau. Ja, geht schon, machen wir mal. Maus, Kamerawechsel, da. Ja. Darf ich mir ein Gürkchen nehmen? Willst du mich verarschen? Hä? Ich hatte doch... Sag mal, ist die Kamera an? Oder hatte ich jetzt die Fotokamera? Nee, ich hatte nicht die Fotokamera, ne? Fotokamera. Eine Vase ist umgefallen. Pan, die Vase auf den Kamin ist umgefallen, steht im Chat. Oh, die Kamera ist aus. Ich korrigiere mal.
Dankeschön. Die Vase ist umgekippt, das müssen wir uns schon mal merken. Ist die Kamera immer noch aus? Ja. Hä, aber die hat grünes Licht? Also ich kann ja, hier steht auch 01 von 1. Hier steht nicht, also habe ich wirklich die richtige Kamera genommen? Oh, jetzt ist sie an. Oh, schön. Alles klar. Einmal bitte Licht ausmachen im Wohnzimmer. Danke. Ja, kein Problem. Kann man das vielleicht irgendwie nochmal... Ich! Brudi! Oh, ja, Körper gerade angefangen. Ja, danke. Nicht mal, ich meine im... Oh, es sickert, es sackert. Dran, hast du was auf der Kamera? Die Kamera! Warte, ich guck grad. Ich hab nur ein Licht irgendwie, warte. Ich glaube, es sind eure Taschenlampen. Und einer von euch. Wie ist die Aktivität? Achso, Entschuldigung. Ja, Mittel. Sag mal, schauen wir sie runter. Wie ist unsere Sanity? Wird gerade höher, Moment. Sanity ist bei euch 72 und 74. Ja, es ist gerade durchwachsen. Durchwachsen und jetzt ist wieder Mittel. Es bleibt Mittel. Jetzt geht es langsam runter und jetzt ist es auf Null. Ihr seht übrigens ganz toll aus, meine Herrschaften. Wir sehen todesmutig. Weiterhin auf Null. Ja. Okay. Ich will auch rein. Ich komm rein. Nee, bleib raus, wir brauchen noch wem. Oder ich sag an. Aber hier ist LW. Jemand muss den... Okay, pass auf, du. Geh rein, ich mach. Ich werde mit Salz und UV kommen. Das ist eine gute Idee, wenn wir was kochen wollen. Super, dann your turn. Rotgar. Pan, du gehst jetzt hier angekackt. Im Chat steht, dass das Wohnzimmer wahrscheinlich nicht richtig ist, aber da ist doch eine Vase umgekippt. Und der Erik hat da Antworten gekriegt. Boah, in dem Wohnzimmer ist auch ein bisschen hell. Ich will hier probieren. Ja, leider ja. Ich glaube, ihr müsst vielleicht das Licht abdrehen, weil das hat funktioniert. Hat die gerade was geflackert? Das war ich, warte. Oh, guck mal hier! Da, Fuß! Oh, mal Foto! Ja! Hab gemacht. Okay. Fußabdrücke, alles klar. Ja, tschüss, hau rein. Diese stinkende Fußabdrücke. Wir haben Fußabdrücke. Ja, wir haben Fußabdrücke fotografiert. So. Im Salz. Sind das dann Fingerabdrücke oder Fußabdrücke? Warte mal, ich guck mal, was der eingetragen hat hier. Das müssen Fingerabdrücke auch sein, ne? Der hat die nicht untertitelt, warum? Knochen haben wir, aber... Nee, da ist also übertitelt, da ist nichts. Scheiße. Ihr müsst das... Ein Waschbecken... Kein Titel? Was soll das denn? Ihr müsst ein Waschbecken befüllen? Ich hab die Füße ganz klar gesehen, die müssten auf dem Foto sein. Die sind auch auf dem Foto. Die Füße sind auf dem Foto, aber der hat nichts zu tun. Ey, ganz hoch, 7. Oh, okay. Da bleiben wir erstmal draußen. Ja. Jetzt ist 4, es ist 4. Ich geh da rein. Zeige dich! Alter! Es war gerade ganz oben. Zeige dich uns! Jetzt ist wieder ganz oben, jetzt ist wieder safe. Okay. Zeige dich uns! Wo ist die Vase, die runtergefallen ist? Ja gut, ist jetzt safe. Wir können es eigentlich... Mach mal das Licht aus. Licht ist aus dem Wohnzimmer. Echt? Ist es so hell? Warum ist es so hell? Sind das eure Lampen? Warte. Oh. Der hier, achso. Ist jetzt besser? Jetzt ist besser, jetzt sehe ich was. Ja, für uns nicht so gut jetzt. Achso, ich guck doch mal wieder an. Alarm, mein Auge juckt. Alarm. Achso, im Buch steht was! Im Buch steht was! Stirb! Okay, alles klar, Buch einloggen, raus hier. Oh ja, das ist aber nicht so nett. Nein, das ist es nicht. Die.
So, Geisterbuch. Keine Geisterkugel. Keine Spirit, Geisterkugel. Ne? Spirit, Dämon und Oni. Die Fußabdrücke sind Fingerabdrücke, oder? Oder nicht? Wenn es Fußabdruck gibt, kann es etwas sein, was nicht schwebt. Weil Spirit, glaube ich. Also, was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Guck mal, du hast Oh, ja, hast du recht, ja. Ich war... Entschuldigung. Warte mal. Nee, das ist der Geist. Nee, ist nicht Spirit, okay. Nee, Gespenst. Also, Fingerabdrücke. Nee, warte. Sind Fingerabdrücke auch gleichzeitig Fußabdrücke? Nein, Spirit meine ich nicht. Unsicher. Ich meine, ich habe mich vertan. Der Geist kann nicht. Spirit kann sogar. Ja. Der Geist kann es nicht sagen, weil er schwebt, ne? Also, weil... Genau. Es war einmal Geisterebene, oder? Also, was wir probieren könnten noch ist. Warte. EMF hatte ich jetzt, glaube ich, nicht auf 5. Geisterbox haben wir schon. Fingerabdrücke. Ah ja, Fingerabdrücke. Ja, im Chat steht, Fußabdrücke sind keine Fingerabdrücke. Hä, hey, aber also Oni ist es nicht. Deswegen gucke ich mal ganz. Ich müsste nochmal reingehen und die Türen. Das ist dasselbe. Der Dämon greift viel öfter an. Der hat noch gar nicht angegriffen. Also, ich glaube, 100. Oh, da ist gerade von alleine Licht drin eingegangen. Das ist so eine kleine Lampe. Halt zusammen, oder? Oh. Also ich lasse mal Spirit eingeloggt. Okay. Ja, also glaubst du nicht, dass Fingerabdrücke Fußabdrücke sind? Nee, steht auch im Chat, aber man müsste jetzt mit dem UV nochmal gucken, zusammen, bei den Türen und wenn's so. Wenn es im Chat steht, muss es stimmen. Ja, die Fußabdrücke wären sonst voll sinnlos, außer um zu sagen, okay, ist kein Geist. Nee. Ich hab ne Hand! Ich hab ne Handabdruck, Schnell! Okay, dann sind sie abdrücken. Dann haben wir den Geist. Siehst du an im Fenster? Schnell raus hier. Wahrscheinlich wieder nicht auf dem Bild. Ist egal, das müsste eingeloggt sein. Ich guck mal. Ja, ist eingeloggt. Fingerabdrücke. Wir ja, machen. Alles klar. Okay. Cool. Ja, ist ein Spirit. Alles klar. Wer hat's gesagt? Super! Ein Spirit! Ich bin sehr stolz auf dich. Der Wühlte hängt. Was haben wir alles für Punkte? Wir haben Geisterbuch. Buch fotografieren. Dann Fingerabdrücke. Und ja. Geisterbuch. Okay. Da steht im Chat noch, man kann das Buch noch fotografieren. Sollen wir das machen? War das nicht schon mal probiert? Ja, Beweise kann man immer fotografieren, aber will ich das machen? Ich meine, ich kann schnell reinrennen und das fotografieren, aber wenn ich dann tot bin, dann... Ist ganz schnell. Okay, warte, da flackert gerade das Licht. Moment. Okay, jetzt kannst du. Behalte mal die Aktivität im Auge und sag mir, wenn es steigt. Ja, habe ich. Es steigt jetzt gerade ein bisschen. Dann bleib ich noch dran. Pan, was macht jetzt Erik da? Warte, die Aktivität steigt... fotografiert das Buch. Die Aktivität steigt höher. Putzi, kannst du dir mal durchgeben, die Aktivität? Ja, Aktivität ist jetzt bei 6. Ich bleib so lange draußen, bis sie wieder runter geht auf 0 am besten. Ja, sie geht gerade wieder runter, sie ist auf 4. Also, ey, okay, sie geht jetzt wieder runter auf 2, der Geist pennt schon. Dann geh ich rein und. Fersengeld. Jetzt ist er auf 0. Er ist auf 0. Und jetzt stell wieder raus. Hab's, alles klar, $10 sind unsers. Yeah, Urlaub ist gesichert. Ja, dann haben wir ja alles, nice. Ne? Ja. Boah, haben wir alles richtig? Das wäre ja Bombe. Alles dabei. Okay, also Fingerabdrück, Geisterbuch, Geisterbuch, Spirit. Huch, ich wollte eigentlich G drücken. Naja. Ich hoffe, das Spiel kriegt noch ganz viele Updates, ey. Da kommen bestimmt noch mehr Geister und so, oder? Die kleben bestimmt nicht an einen, ne? Die Geister. Wir nehmen die nicht mit. Alles gut. Nee. Alles gut. Boah, weil die später noch in den Truck kommen, die Geister, ne? So furchtbar. Back. Ja, schön. Spirit! Haben wir alle auf die Aufgaben? Wie fix hatten wir keinen? Okay, schade. Nee, leider nicht. Nein, aber jetzt sind wir Level 5, Level 6. Erik ist natürlich Level 6. Asylum! Ich kann das Asylum auswählen! Ja, wollen wir rein? Alles klar, ciao. Komm, das letzte, was wir heute machen, ist Asylum, ja? Okay. Dann noch alles, alle Lampen jetzt nicht vergessen, nichts vergessen, auch mit, mit so. Also ich hab, Kruzifix habe ich da. Soll ich mir was kaufen? Warte mal. Kann ich mal was Neues kaufen? Bewegungssensor? Achso, ich bin ja nicht, ja, der Erik. Kannst du einen Bewegungssensor kaufen? Oh ja, mach das mal. Ja, kauf doch. Ist Teil Infrarotlichtsensor. Ah, nee.
Das klingt aber auch geil. Infrarotlichtsensor, ein Infrarotbewegungssensor, der sowohl menschliche als auch paranormale Bewegung feststellt. Genau, wenn er ausgelöst wird, dann beleuchtet er die Umgebung mit einem hellen Licht. Klingt auf jeden Fall gut, oder? Ja. Und was macht der Bewegungssensor? Ein Bewegungssensor ist ein Sensor, der selbst die Feinswände, okay, die sind also im Echtzeit übertragen mit der Raumübersicht verbunden. Oh, ein Bewegungssensor, den sehen wir dann auf der Map. Den sehen wir dann auf der Map im Dings. Guckt jemand auf die Map? Ich kann natürlich, soll ich den kaufen? Wir können, okay. Ja, das wäre doch Bombe, dann wissen wir absolut. Komm mal, probier's mal, das wäre eine gute Idee. Ja? Okay, jetzt habe ich nur noch $7, ich habe den gekauft. Ich darf jetzt nicht sterben. Ja, okay. Warte mal, haben wir alles? Was haben wir alles? Ich gut bezahlt den Shop, ja. Sollen wir noch eine Kamera kaufen? Ja, wenn du möchtest, gerne. Wir haben nur eine, deswegen. Ich habe keine Kohle mehr, ich bin pleite, ich habe $7 ja. Und damit muss ich noch einen Monat überleben jetzt. Ich muss irgendwie essen. Ja, okay, was soll ich kaufen? Eine Videokamera oder eine normale jetzt? Wir haben eine. Ja, genau. Fotoapparat oder Videokamera? Was mit einer normalen könnte man später noch mehr Bilder machen. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir später eine zweite haben. Dann hole ich mal ein Fotoapparat, habe ich jetzt geholt, und eine Videokamera. Soll ich eine Video... Achso, du, okay, dann holst du. Was soll ich... Soll ich was Bestimmtes kaufen? Nö, ich glaube, wir haben alles soweit. Fügt das jetzt noch mit zu? Oh, warte, ich könnte ein Parabolmikrofon machen. Ein Parabolmikrofon kann Schall durch Wände in große Entfernung erfassen. Kannst du noch nicht kaufen. Oh, das ist cool. Kannst du das schon kaufen? Das ist nicht Ich Depp. Oh, es ist ausgegraut. Ja, Level. Ja. Oh, okay. Sorry, war mein Fehler. Schade. So, Kerze haben wir, Leute. Kruzifix haben wir auch dabei, ne? Ja, haben wir auch. 2 Stück sogar. Ich glaube, Stream ist bis 2, ne? Ja, komm, dann machen wir. Ich mach bereit und let's go. So, bin auch bereit. Asylum. Haben wir alles, Leute? Schaut mal, links in die Ausrüstung. Genau, bitte kein Backseat Gaming. Die Mods sind angewiesen, auf jeden Fall großzügig Time auszugeben. Mods sind bissig. Putzi, du musst noch bereit sein, ne? Habt ihr Ich überlege mir gerade, ob wir alles haben. Ich deswegen schaue ich gerade. Ich glaube, wir haben alles. Wir haben alles. Okay, gut, wenn die Panos sagt, dann. Ja, dann komm, Klavenzeit für mich. Wir sind alle müde, du auch. Jetzt ist das letzte. Ja. Jetzt ist die letzte Map. Die soll sehr groß sein, die Map. Oh Gott, na super. Oh Gott. Achte auf entfernte Geräusche. Ich freue mich schon auf. Das muss ich sagen, die Gäste hören zu. Ich freue mich schon auf Phasmophobia E-Sport dann.